Russen haben kein Vertrauen in die Zukunft, meint Gründungsvater von Avtotor. Wladimir Tscherbakow, der Gründungsvater der Kaliningrader Fahrzeugholding Avtotor, meint, dass die Russen zwar viel Geld, dafür aber kein Vertrauen in die Zukunft haben. Deshalb kaufen sie auch keine Autos. Tscherbakow hat die Sparvermögen der russischen Privatleute, aber auch die Finanzreserven von russischen Firmen von vor 10 Jahren mit denen des heutigen Tages verglichen und gemeint, dass die Ersparnisse heute Rekordumfang haben. Wenn also jemand behauptet, dass die Bevölkerung arm sei, so ist dies einfach nicht richtig, kommentiert Tscherbakow. Die Bevölkerung hat auch genügend Geld, um sich ein neues Auto zu kaufen. Aber man kauft sich kein neues Auto und der Markt zeigt eine rückläufige Tendenz. Und Tscherbakow versteht nicht, warum dies so ist, warum die Bevölkerung sich mit alten und nicht mehr so modernen Fahrzeugen zufrieden gibt. Und er schlussfolgert, dass die Bevölkerung kein Vertrauen in die Zukunft hat, nicht weiß, ob der Arbeitsplatz gesichert ist, ob das Gehalt monatlich bezahlt wird und somit lieber Bargeld hortet. Da die Käufer verunsichert sind, sind die Produzenten natürlich auch gehemmt und investieren nicht in die Erweiterung oder Modernisierung der Produktion. Es bildet sich eine Art psychologische Hemmschwelle heraus, ein System der politischen und kommerziellen Risiken. Man vergleicht die Situation von vor 10 Jahren mit heute und sieht, dass es Sanktionen gibt, die es damals nicht gab. Es gibt Probleme mit der Finanzierung von Krediten. Überhaupt Probleme mit Krediten für Investitionen. Es gibt Sanktionen bei den Zulieferungen. All das erzeugt ein gewisses Misstrauen in die Zukunft. Ein größeres Misstrauen als noch vor 10 Jahren. Wer aktiv innerhalb der russischen Gesellschaft lebt, wird sich dieser Argumentation und diesen Beobachtungen von Wladimir Tscherbakow nicht entziehen, sondern ihm sicherlich zustimmen.